Also wir sind eigentlich fast jeden Tag jetzt da, sei es von in der Früh, Nachmittag bis am Abend und ja, wir lieben es einfach da. Wir haben sehr liebe Freunde hier, kommen aus dem 23. Bezirk, aber wir werden sicher oft hierher kommen. Der 1,7 Hektar große Kaisergarten im Herzen von Laxenburg ist eröffnet. Die Gemeinde spricht in Superlativen vom neuen Spiel- und Erlebnisareal für alle Altersstufen, das nahe des neuen Bildungscampus liegt. Und sie hat nicht zu viel versprochen. Ja, unser Kaisergarten ist, glaube ich, ein Treffpunkt und ein Zentrum im Ort geworden, direkt neben unserem neuen Bildungscampus, den wir hier errichtet haben. Hat 380.000 Euro gekostet, jeden Cent wert. Wir haben circa ein Jahr geplant. Wir haben 2021 mit der Planung begonnen, mit Jahresende, haben dann ins Jahr 2022 geplant. Und Mitte des Jahres haben wir dann mit den Arbeiten begonnen. Und jetzt sind wir so weit, dass wir eröffnen können. Und man sieht, es sind viele Leute da. Es freuen sich nicht nur wir, sondern auch viele, viele Leute, die heute bei uns sind. Große offene Grünflächen für Yoga, Pilates und Co. sowie Klettergerüste und Schaukeln für die Kids und Calisthenics-Anlagen kennzeichnen das Bild des neuen Kaisergartens. Was gefällt an dem neuen Park hier am besten? Mir gefällt sehr gut, dass man so viele verschiedene Sachen machen kann. Vor allem das Hangeln da eben. Oder so Sit-Ups und solche Sachen. Das mache ich sehr gern. Ehrlich gesagt, es ist sehr im Grünen. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, sehr viele Sportarten zu machen. Das heißt zum Beispiel, wenn man Ultimate Frisbee zum Beispiel spielen möchte oder Yoga oder einfach nur vielleicht in der grünen Natur sein möchte, um zu entspannen, habe ich hier die Möglichkeit herzukommen, zu trainieren und dann eben genau das auch zu machen, egal ob allein oder mit Freunden. Gefällt euch hier am besten auf dem Platz? Die Schaukel. Ja. Mir gefällt es hier am besten, dass es ein Klettergerüst gibt. Klettern, das ist mein Bestes zum Klettern. Es ist also ein Erlebnispark für alle Altersstufen. Es können auch die Teens mit den Älteren turnen und die Kinder werden begleitet von den Eltern. Also es ist ein generationenverbindendes Angebot. Das war uns ganz wichtig, dass halt die Jungen und die Alten gemeinsam auch vielleicht die Zeit verbringen könnten und so auch Lebensgeister bei älteren Menschen wecken können. Der Kaisergarten ist als Antwort auf die Lockdowns der letzten Jahre zu sehen und soll Jung und Alt verbinden. Denn den Wert einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit ihren Kindern und ihren Senioren umgeht.